Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team. Okay, da hat zwei WM-Spieler drin. Beides Mexikaner. Nein, er hat nur Mexikaner im Team. Da sehen wir unsere neuen Trikots, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, im Einsatz. Ich habe nichts umgestellt. Ich spiele mit der gleichen Mannschaft und ich habe die Trikotnummer nicht mal geändert. Oh fuck. Warum auf ihn da? Da stand einer komplett frei neben dem, wo der Ball lang gegangen ist. Ah, Mann. Und die komplett falsche Pass. Meins. Drüm, brüm, brüm. Und Tor. Miroslav Klose. Kurz vor Toren werde ich immer so beschissen ruhig, ey. Das hält mir immer beim Rendern dann auf, wenn ich sehe ja immer, wenn ich ja oder geht doch mache. Oder davor sind meistens dann so 20 Sekunden Lücke, wo ich einfach nichts sage, weil ich einfach nur konzentriert bin und überlege, wie spiele ich jetzt den Angriff zu Ende. Oh, da steht keiner mehr. Guado. So. Och nö, Boateng. Den muss er eigentlich haben, oder meint ihr das nicht auch? Wenn er da schon so steht. Oder Alaba. Der darf nicht reingehen. Gut, Flankenläufe verhindern, merken. Oh. So, da führe ich wieder durch die Nummer 25, Thomas Müller. Weil ich mich schön durchkombiniert habe. So, Gott sei Dank. Ich dachte, ich verliere den Ball schon wieder. Drei eins, Thomas Müller. Das war auch so geplant, dass ich da durchstecke. Oh, warum legt er sich da vorher schon hin? Ich hab. Hui, aber zumindest mal wieder früh drei Tore geschossen. Mann, das wäre so schön gewesen. Oh. Mann, da kratzt er den raus.
Komm, alle hopp. Nein! Ich krieg mal wieder den Ball nicht. Ah, schade. Man darf es doch mal probieren mit dem Kundenschutz in der Situation, oder? So. Oh. Geht er jetzt raus? Die Pässe sind ein bisschen leicht zu spielen. Warum jetzt laufen die schon wieder ganz anders in der Partie? Ich weiß nicht, was da los war. Die vor drei und vier. Vor zwei Folgen und vor drei Folgen. Ben Afra für Salcido. Danke. Da hat sein Torwart immer am Ball vorbeigegriffen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Und ich krieg noch den Freistoß. Nein. Ich hätte gern den da. Ah. So. Und Elfmeter. Das tut ja jetzt ganz, ganz dicke für den. Macht Thomas Müller sein drittes Tor am heutigen Tage. Schön präzise unten links in die Ecke geknallt. Nach 40 Minuten steht es 5-1. Spiele ich gegen Brasilien? Nein, der hat ja zwischenzeitlich mal ausgeglichen. So. So, sauber geklärt. Das war scheiße geklärt. Aber Boateng ist wieder da. Mann! Da will man anfangen zu zaubern und es geht einfach total in die Hose. Und der pfeift zur Halbzeit. Das tut weh. Das tut weh. Hab überhaupt noch Lust auf eine zweite Halbzeit. Ja, aber nur einmal vor meinem Tor und das habe ich auch noch reingelassen, ey. Wieso stehen die Stürmer da hinten? Da steht keiner, doch, da steht einer. Drum, brum, brum. Ah, jetzt versucht er nur noch über Flügelwechsel. Okay. Den habe ich aber. Und 6-1. Miro Klose. In der Partie bin ich mal eiskalt. Sonst schieße ich gerne mal neben das Tor und jetzt.
Das ist unfassbar. Ich glaube nicht, was hier abgeht. Ja, ich weiß, dass du in eine Party bei deiner Party beigetreten bist. Wenn ich überlege, wie ich vor 2 Folgen abgegangen bin wegen dem Ruckeln, vor 2 Folgen, muss ich eher sagen. Und vor 3 Folgen war es ja. War es wegen dem Typen mit dem scheiß Anstoßtor. So. Oh Gott. So. Die Abschläge funktionieren mittlerweile besser, weil ich ihn trainiert habe auf den Punkt. Ich habe Torwarttraining verpasst. Dass er bessere Abstöße macht. Und abseits. Och Gott. Das war aber kein besserer Abschlag, das war ja noch schlimmerer als vorher. Okay, ich lasse gerade viel zu viel zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Torwart. Ah, zu lang. Zu lang. Wieso mit der Hacke? Oh Mann. Ja. Na schade, es war nicht der Salto, der normale Klose, aber immer ein Salto. Ich würde mich verarscht fühlen und rausgehen. In seiner Situation. Och, Schirle, warum immer mit der Hacke? Das verstehe ich nicht. Kein Abseits. Mist. Ich hatte gedacht, dass ich noch vor der Linie klären kann, aber nee. Noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Nee, Abstoß. Und hinaus mit dem Ball. Oh. Oh Gott. Mist. Komm. Komm, Ball. Oh. Ich habe gewusst, dass der Ball kommt, aber naja, sagen wir mal grob verschätzt von der Grätsche her. Oh, Menno. Pff.
haben konnte, dann wir noch einmal jetzt. Oh! Das war ja schon nicht mehr Konter, das war ja Dauersprint. Von Thomas Müller von der Mittellinie fast schon an. Und er steht schon wieder hinten bereit. Ah, Mist. Wäre ich mal stehen geblieben. Mann! Danke. Lewandowski ist dann halt hinten. Und ich kriege einen Freistoß noch hinterher. Mist. Egal. 7-1 gewonnen. Hm, das Ergebnis kommt mir so bekannt vor. Ich verstehe nicht, wieso. Ich weiß immer noch nicht, wieso mir das Ergebnis so bekannt vorkommt. Müller 2, Klose. Ne, Müller sogar 3, Klose 3. Und Boateng mal zwischendurch. Sehr schön, wenn die nächste Partie wieder so laufen, bin ich happy. Also nicht von den Toren her, aber vom Spielen. Lewandowski, bester Spieler. Tore, Tor, 3, 1. Ja. Fitness minus 5, Alter. Egal. Das war diese Folge FIFA 14 Ultimate Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es mal wieder sehr schön war zu spielen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!